Liebe Johannesgemeinde, eigentlich wollte ich, Tobias, über Ostern in Südafrika sein. Dann hätte ich euch in einem Gottesdienst direkt berichten können, was ich die letzten 18 Monate hier im Südsudan gemacht habe. Dann kam alles etwas anders und irgendwie geht es doch weiter. Obwohl die Corona-Pandemie uns hier im Land auch getroffen hat, geht unser Alltag fast ungeändert weiter. Der größte Unterschied für uns persönlich ist, dass wir Mundschutzmasken tragen sollten. Trotzdem sind wir im Augenblick nicht so ausgelastet wie vorher. Für Reisen im Land hat die Regierung Regelungen eingeführt, die es unseren Partnerorganisationen erschweren, ihre Projekte im Land fortzusetzen. Dennoch mache ich immer noch ein bis zwei Flüge in der Woche. So flogen wir zum Beispiel an einem Tag ca. 5 Tonnen Baumaterial für ein Haus einer Missionarin. Das brauchte etwa 5 Flüge. Oder wir flogen ca. 800 Kilogramm Versorgungsgüter für eine italienische NGO, die in verschiedenen Dörfern Kliniken betreibt. Wir flogen 5 dieser Außenposten an. Diese 3 Passagiere arbeiten in einer Kleinstadt, ca. 200 Kilometer nördlich von Juba. Dort bilden sie medizinisches Personal aus, unter anderem Hebammen. Ihr täglicher Arbeitsweg von ca. 5 Kilometern nimmt an der jetzigen Regenzeit etwa 20 Minuten in Anspruch. Wenn dies der Fall innerhalb einer Stadt ist, könnt ihr euch vorstellen, wie die Wege außerhalb sind. Nicht nur wegen der schlechten Straßenbedingungen, die in der Regenzeit von April bis Oktober immer schwerer passierbar sind, ist das Flugzeug für viele Organisationen das bevorzugte Transportmittel. In bestimmten Gebieten gibt es hier im Südsudan immer noch Kämpfe und an anderen Orten kommt es immer wieder zu gewalttätigen Raubüberfällen. Is John Garang from Goa? No, he is from slightly north. He's from a place called Pitch East. Da ich erst Anfang des Jahres die Umschulung auf diesen Flugzeugtyp gemacht habe und es einige Verzögerungen gab, fliege ich noch unter Aufsicht eines Kollegen. Wenn ich nicht fliege oder im Büro zu schaffen habe, bin ich auch immer wieder mit kleinen Instandhaltungsarbeiten der Flieger beschäftigt. Das gibt mir hier eine tolle Abwechslung. Nun wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Und denkt dran, trotz all dem Chaos und nicht nachvollziehbaren Maßnahmen mancher Regierung hält unser Vater im Himmel uns trotzdem in seiner Hand. Viele liebe Grüße, Tobias. Edmund Vater. Wo ja, da nichts wie. I'll take off.